Im Dezember kündigte Alexander Riederer von Paar von der Tesla-Geschäftsentwicklung an, dass Tesla im Landkreis Oder-Spree selbst nach Wasser suchen wird. Eine Vorgehensweise, die bei vielen auf Ablehnung stieß. Auch im Landkreis Märkisch-Oderland gab es eine solche Anfrage von Tesla an den Landrat. Man muss jedem widersprechen und dagegen sein, auch wenn Tesla zum Beispiel nur Brauchwasser fördern will und sich zurückziehen will. Ich bin ein strikter Gegner, Dinge in der Daseinsvorsorge zu privatisieren. Gernot Schmidt warnt vor der Wasserknappheit im Großraum Berlin. Schmidt fordert ein Wasserkonzept für das gesamte Land Brandenburg. Das Wasser soll dort gefördert werden, wo genug vorhanden ist. Wir haben ja einige Felder, die wir jetzt mit den Verbänden untersuchen, also im Bereich Müncheberg, im Bereich Gusow-Platkow, also sprich im Oderbereich. Das sind alles Bereiche, in der die Grundwasserleiter nicht in die Spreeniederung entwässern. Wir haben ja das große Wasserwerk in Friedrichshagen. Berlin ist ja, hat ja fördert und agiert ja auch an der Grenze. Und Tesla hat eigentlich ein Problem aufgeworfen, für das Tesla nicht Verantwortung auch trägt, sondern es ist ein Problem der generellen Entwicklung unseres Landes. Den Preis dafür zahlt am Ende der Verbraucher. Wir haben eine klare Regelung, wer für die Wasserversorgung zuständig ist, sind die Verbände, die Städte und Gemeinden. Und Ringlösungen und Lösungen, die die Sicherheit für die Verbraucher sicherstellen, die uns als Industrienation auch in der Daseinsvorsorge einen Standard halten, die müssen wir alle gemeinsam bezahlen. Das ist notwendig, ich betone, ist auch richtig so.